angeblich Hausfriedensbruch. Und muss man nicht verstehen. Peace, Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal, Leute. Heute sind wir hier in Mainz unterwegs, am Rhein. Dortmund-Spieler kommen. Beim DFB-Pokal geht es gegen Wiesbaden ran. Deshalb sind sie hier in Mainz im Hotel. Und wir treffen jetzt auf jeden Fall den guten Casey. Vinny Wies ist auch am Start. Und den guten Kevin, den Crackhead, den kennt ihr ja schon auf meinem Kanal, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ja, schaut das Video bis zum Ende. Wir treffen den Jackman jetzt zum ersten Mal hier. Abfahrt. Wetter auf jeden Fall richtig scheiße. Ich bin ja gestern vom Urlaub gekommen. Je nachdem, wann ich das Video hochlade. Naja, 16 Grad im Gegensatz zu 43 Grad mit Spray. Muss man nicht machen. Egal, let's go, Abfahrt. Welche Wand willst du festhalten hier? Bei mir, Mann! Das war es komplett nicht. Alter, dafür 5 Uhr aufgestanden. Dafür hast du 1,5 Stunden gepumpt. Auto, wo ist das? Bus. Hier. Echte Liebe, Digga. Dafür so früh aufgestanden. Das war es komplett. Einmal und nie wieder. Witzel, Junge! Torgen! Erling! Haaland! Moin Leute, hinter mir ist der Bus. Zum zweiten Mal kein Glück gehabt, die Spieler sind einfach rein. Aber soweit ich verstanden habe, dürfen die keine Fotos machen. Bisschen schade. Dürfen auch nicht ins Hotel rein. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich es doch irgendwie hin, mit den Spielern noch Fotos zu machen. Ich halte es auf dem Laufenden. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen mit Casey noch unterwegs, mit Timo, Vinny Wie und Kevin. Und fahren noch später nach Frankfurt. Ja, vorne rein. Ja, der Hauptbahn ist ja gar nichts los, Digga. Richtiger Mietwurf hier. Von diesem Outlet. Für die Wie ein paar Sachen gucken. Ich erzähle euch später, was abgegangen ist mit der Polizei. Später Statement. Kevin auch im Show.
Kopfkissen in die Schnacken, Digga. Kuss raus. Litchi Rainbow. Kurze Geschmacksprobe. Köstlich schmeckt. So, Freunde, back in meiner Hut in Mainz. Die anderen müssen noch ein bisschen weiterfahren. Ich glaube, anderthalb Stunden, zwei Stunden. Der arme Winnie muss aber noch länger fahren. So, wir sind auf jeden Fall jetzt in Mainz. Gleich noch mal ein Statement zu vorhin. Und ja, holen schnell mein Fahrrad ab, dann laufen wir da gemeinsam hin. Und dann erzähle ich euch, was passiert ist, was mit der Polizei auf sich hat. Warum Casey und ich dort festgehalten wurden und die Polizei gerufen wurde. Naja, immer noch nicht nachvollziehbar, aber alles gut gelaufen zum Glück. Gleich erfahrt ihr mehr dazu, Leute. Ich hole erstmal mein Fahrrad ab. Wait a minute! Who are you? It was at this moment that he knew he fucked up. Also Freunde, ich habe gerade das Video geschnitten und mir ist aufgefallen, dass ich keinen Speicher mehr habe und mein Real Talk viel zu lang war. Deshalb ganz, ganz kurz, Leute, wirklich. Der Grund war einfach nur, dass wir ins Hotel gegangen sind, in die Lobby, um halt einen Kaffee zu trinken und zu frühstücken, um näher an den Spielern zu sein, um eine Chance zu haben, um mit denen Fotos zu machen. Grund für die Polizei war einfach nur, dass wir angeblich Hausfriedensbruch begangen haben. Und ja, Vorgeschichte dazu. Ich habe die Frau gefragt, die Security-Frau, ob wir reingehen dürfen. Sie meinte erst nein, um 11 Uhr. Dann haben wir von den anderen gehört, dass man um 12.30 Uhr ins Restaurant gehen darf, ohne ein Hotelgast zu sein. Was sich auch bestätigt hat, weil nämlich eine andere Hotelfachkraft uns ja, den Weg zum Restaurant gezeigt hat. Und daraufhin halt diese Security-Frau kam, sehr aufgebracht, aufgewühlt. Meinte, sie ist der Chef quasi und kann über die anderen bestimmen und steht über ihnen und deshalb haben deren Aussagen keine Aussagekraft und wir müssen auf sie hören und dass sie sofort die Polizei anrufe, weil wir eben Hausfriedensbruch begangen haben. Und dazu kam noch, als ich rausgelaufen bin und ich halt nicht gefilmt habe, hat sie gemeint, dass ich sie aufgenommen hätte. Paragraph 13 hätte ich verletzt und da meinte ich auch direkt, dass ich gar nichts verletze, weil man hat zwar ein Recht auf ein eigenes Bild, aber nur wenn ich das veröffentlicht würde. Und wenn ich das für mich behalte und keinem zeige und keinem veröffentliche, habe ich auch nichts verbrochen. Und Hausfriedensbruch für sowas hat die Polizei selber gelacht. Von daher war das alles sehr, sehr unnötig. Hat einfach nur gezeigt, was, ja, wie unzufrieden manche Menschen sind mit ihrem eigenen Leben, dass die andere dafür fertig machen müssen. Ich würde nicht mal sagen für einen Fehler, also wir haben eigentlich keinen Fehler gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Aber Leute, lasst euch davon nicht unterkriegen. Scheiß auf solche Leute. Die sind selber unzufrieden mit ihrem Leben, von daher... Ja, hat sowas auch gar keine Bedeutung. Ist mir auch im Endeffekt egal, weil die Polizei, Digga, man hat schon gemerkt, die haben halt gesagt, es ist eine kleine Sache, ist alles gut, haben zwar uns abgecheckt von den Personalien her, aber nichts Wildes. Haben auch gemeint, dass alles gut ist und das zählt am Ende. Die Securities können sich einfach an Grund und Boden schämen, dass sie für sowas Zeit haben. Und ja, das war's zu der Geschichte. Was will man noch mehr dazu sagen? Kurz und knapp, 2 Minuten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abmoderation muss ich jetzt leider auch machen. Hatte ich eigentlich vor dem Hayat-Hotel gemacht. Aber egal. Lasst ein Like da, Leute. Schaut unten in der Infobox bei Casey und so weiter vorbei. Danke nochmal. Casey, Winnie V, E-Crax, Kevin und Kimmo. Ihr wisst Bescheid. Danke, danke. War ein sehr, sehr schöner Tag, Leute.
Habt viel Spaß. Schaut gerne bei den anderen Videos vorbei. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir hören uns beim nächsten Video. Macht's gut.